Der FC Bayern München ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Sportvorstand und jetzt könnte man fündig geworden sein, denn RB-Manager Max Eberl, der steht wohl ganz oben auf der Wunschliste der Bayern und das Thema wird aktuell wieder so richtig heiß. Zudem gibt es ein Update zu dem Comeback von Manuel Neuer, das wohl in den nächsten Tagen tatsächlich stattfinden soll, und alles zu seinem Comeback erfahrt ihr natürlich hier. Und auch gibt es eine bittere Diagnose rund um Serge Gnabry. Ihr habt es gestern mitbekommen, er hat sich den Unterarm gebrochen. Jetzt ist schon so ein bisschen was über die Ausfallzeit, die Reha und so weiter bekannt. Alle Infos und noch mehr dazu hier im Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Aber damit kommen wir dann natürlich auch direkt zum ersten Thema und das ist Max Eberl. Ja, eigentlich, da hat man ja mit Christoph Freund einen neuen Sportdirektor verpflichtet. Der hat auch bereits wichtige Aufgaben übernommen, teilweise auch die Aufgaben vom Hasan Salihamidžić, der aber selber ja gar kein Sportdirektor mehr war, sondern Sportvorstand und quasi beide Rollen ausgefüllt hat. Das möchte man wohl beim FC Bayern München nicht mehr so haben und genau da kommt jetzt nämlich auch Max Eberl ins Spiel. Denn da halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass es schon lange sein Traum sein soll, irgendwann mal wieder zum FC Bayern München zurückzukehren und dort dann den Sportmanager oder in dem Fall eben den Sportvorstand zu machen. Und passend dazu hat jetzt die Sportbild berichtet, es gibt eben für die Position des Sportvorstandes, die nach wie vor unbesetzt ist, diverse Kandidaten. Ein absoluter Top-Kandidat, der jetzt aktuell ins Visier genommen wurde, das ist eben auch von Vereinsseite aus Max Eberl. Es soll wieder ein heißes Thema an der Säbener Straße werden. Eberl, der hatte im vergangenen Jahr bereits ja schon mal sich zum FC Bayern München geäußert. Da hat er ja gesagt, er wird definitiv bis September diesen Jahres, also bis jetzt quasi, bei RB Leipzig bleiben und die Transferphase hier begleiten. Wie es danach weiterging, das lief eher offen. Auch wenn es jetzt derzeit zwar noch keine konkreten Gespräche zwischen Max Eberl und den FC Bayern München gegeben haben soll, sind aber wohl alle Parteien in diesem Wechsel wohl sehr offen für eine Zusammenarbeit. Er ist halt eben auch ein Ex-Bayern-Profi, er hat sehr, sehr viel Zeit in München verbracht. Seine Lebensgefährtin hat auch noch eine Wohnung in München und die Sportbild berichtet zudem auch noch darum, dass Max Eberl auch schon seit mehreren Jahren ein Wunschkandidat von Uli Hoeneß sein soll. Und da wissen wir, wenn Uli Hoeneß eigentlich damit im Boot ist, dann wird das Ganze auch teilweise relativ schnell umgesetzt. Und Max Eberl selbst, der hat wohl auch den Traum, irgendwann mal Sportchef beim deutschen Rekordmeister zu werden. Und interessant an der ganzen Sache ist jetzt auch noch, das berichtet jetzt auch die Sportbild, dass es wohl bei Leipzig so eine Art unterkühlte Atmosphäre geben soll. Zwar hat er erst vor circa einem Jahr Max Eberl seinen Vertrag bei RB Leipzig bis 2026 verlängert, trotzdem sollen die Leipziger wohl gar nicht so viele Steine in den Weg legen werden, wenn jetzt ein Wechselwunsch seitens Eberl kommen würde. Die Bayern müssten dann eben nur eine entsprechende Ablöse zahlen und das berichtet zumindest die Sportbild, wären auch gerade mal 4 bis 7 Millionen Euro. Also wenn man jetzt sich nochmal an die 20 damals für Julian Nagelsmann erinnert, wäre das ja tatsächlich ein echter Schnapper, wenn man das so sagen mag. Und das, denke ich, wäre auch die Summe, die man auch bereit wäre auszugeben. Und bei RB Leipzig hätte man ja tatsächlich auch schon mit Ruven Schröder einen, ja, ich sag mal, Bundesliga-Manager, einen RB-Manager-Nachfolger im Amt. Der ist ja aktuell dort nur Sportdirektor, könnte dann bei den Sachsen eben befördert werden. Und wie die Sportbild jetzt eben erfahren haben soll, soll es tatsächlich so sein, dass das Ganze ja tatsächlich konkret werden könnte. Die Bayern würden wohl gerne einen neuen Sportvorstand noch vor dem nächsten Transferfenster verkünden wollen. Also sie sind da wirklich dann anscheinend da an was dran. Sie wollen im Januar dann gemeinsam mit einem neuen Sportvorstand arbeiten und das könnte tatsächlich dann Max Eberl sein. Wenn es dazu kommt, wenn es dann wirklich konkrete Gespräche gibt, wenn es um Ablöse und so weiter geht, dann erfahrt ihr das hier natürlich als erstes und ich halte euch da auf dem Laufenden. Auf dem Laufenden halte ich euch natürlich auch bei anderen Themen und eins dieser Themen ist das Comeback von Manuel Neuer. Denn wir haben gerade über Christoph Freund gesprochen, der hat sich jetzt zum Thema Manuel Neuer und dessen Comeback geäußert. Er sagte, es kann sich nur noch um Tage handeln. Also es gibt hier tatsächlich gute Nachrichten vom Sportdirektor des FC Bayern Münchens rund um Manuel Neuer. Er sagte, es kann sich nur noch um Tage handeln. Wir sind sehr vorsichtig, da er lange raus war. Die Belastungssteuerung ist jetzt wichtig. Die nächsten Tage und Wochen werden positiv sein. Und damit rechnen sich jetzt alle Medien aktuell aus, dass Manuel Neuer wohl zu Beginn
der kommenden Woche, also jetzt nach dem so wichtigen Spiel gegen RB Leipzig, wohl wieder beim Mannschaftstraining zurückkehrt, dass er dann natürlich sofort einen Pflichtspiel-Comeback gibt. Das dürfte jetzt noch nicht unmittelbar bevorstehen, zumindest die drei kommenden Spiele bis zur Länderpause, das ist gegen Leipzig, Kopenhagen und Freiburg, werden aller Voraussicht nach weiterhin noch von Sven Ulreich begleitet werden. Aber danach würde dann die Länderspielpause kommen, da wäre er vermutlich auch nicht dabei, könnte sich dann nochmal fit machen und dann könnte er vielleicht in einem Monat am 21. Oktober sein Comeback gegen Mainz 05 geben. Das zumindest wäre jetzt so der erste Plan, der jetzt aktuell publik ist. Und das sind auf jeden Fall gute Nachrichten, die Christoph Freund hier zu verkünden hat, aber grundsätzlich muss man sagen, ist der Plan eigentlich schon lange gewesen, dass er schon viel länger mit dem Team trainieren kann. Man hat gesagt, eigentlich soll er zu Saisonstart fit werden. Dann hatte man mal angedeutet, vielleicht okay, die ersten paar Spiele verpasst er. Vielleicht schafft er es dann Anfang September nach der Länderspielpause. Und jetzt hat er immer wieder nochmal Beinprobleme gehabt. Deshalb musste er dann mehr oder weniger wieder zurückstecken. Er hatte schon angefangen mit torwartspezifischen Übungen, war dann aber wieder dann teilweise nur noch im Kraftraum aktiv. Und jetzt sieht man ihn seit einer Woche regelmäßig wieder auf dem Platz. Er ist auch individuell mit dem Torwarttrainer am Trainieren, arbeitet da an seinem Comeback und kann auch schon wieder wirklich torwartspezifische Übungen durchführen. Also hier scheint es wirklich voranzugehen und Christoph Freund hat hier natürlich vielleicht auch das Bayern-Herz von einigen Fans hier, die hier gerade das Video hören, höher schlagen lassen. Anders sieht es tatsächlich wohl bei Serge Gnabry aus, das habt ihr gestern alle mitbekommen, Serge Gnabry, der hat sich den Unterarm gebrochen und der wird jetzt erstmal den Bayern auf jeden Fall eine längere Zeit fehlen. Ganz, ganz ärgerliche Verletzung. Serge Gnabry war zuletzt, ja, ich würde nicht sagen in überragender Form, aber hat sein Spiel auf jeden Fall gemacht. Es gäbe aber natürlich auch Spieler, da wäre das deutlich bitterer gewesen, wären die ausgefallen. Aber er hat sich eben nach dem Zusammenprall mit dem Preußentorwart Johannes Schenk tatsächlich am Arm verletzt, wurde daraufhin minutenlang am Platz behandelt und versuchte dann tatsächlich nochmal zu spielen, musste dann aber letztendlich mit, ja, man hat es ihm eigentlich angesehen, mit schmerzverzerrtem Gesicht, habt ihr jetzt ja auf dem Bild, was ich eingeblendet habe, auch gesehen, hier ausgewechselt werden. Und jetzt ist es dann klar, Thomas Tuchel hat es dann im Nachhinein bestätigt, er hat sich den Unterarm gebrochen und wird wochenlang ausfallen. Es war bereits beim Röntgen klar und er wird wohl heute noch operiert werden in München. Das ist natürlich sehr, sehr bitter, sagt auch Thomas Tuchel. Und man geht jetzt auch davon tatsächlich aus, dass er jetzt erstmal auf jeden Fall die kommenden Spiele, die ich eben schon mal genannt habe, Leipzig, Kopenhagen und Freiburg, verpassen wird. Er wird auch wohl die Länderspielpause verpassen. Man rechnet hier von einem Worst-Case-Szenario, dass er 6 bis 8 Wochen wohl komplett ausfällt und damit würde er dann erst Mitte bis Ende November wieder zur Verfügung stehen und das wäre natürlich ein extrem langer Zeitraum. Aber natürlich wird diese Verletzung auch für einen vielleicht etwas Gutes haben und das hört sich jetzt immer so böse an, wenn man das sagt, könnte ich mir aber gut vorstellen, dass das eben Mathis Tell sein wird, dass er Nutznießer sein wird von der Gnabry-Abwesenheit, weil ich mir gut vorstellen kann, dass er jetzt hier deutlich mehr Minuten über die Außenbahn bekommen wird. Musiala ist für mich auf der 10 gesetzt, man hat jetzt nur noch Coman und Sané und ich zumindest traue es auf jeden Fall Mathis Tell zu, dass er hier quasi auch über die Außen kommen kann. Ist eine Position, die kann er spielen, er bringt Tempo und so weiter mit. Von daher ist das für ihn selbst, um Spielzeit zu sammeln, vielleicht gar nicht so schlecht, aber grundsätzlich natürlich für die Bayern eine absolute Horrormeldung. Das die News von heute, eure Meinung zum ganzen Thema gerne in die Kommentare. Wie steht ihr zu Max Eberl und dem FC Bayern München? Was sagt ihr zum neuer Comeback? Und zu Gnabry gerne in die Kommentare damit. Bis dann, Leute. Ciao.